Im Windschatten einer hysterisierten und ausufernden Rassismusdebatte werden wir monatlich Zeugen entbehrlicher Forderungen oder Diskussionen, die nur darauf abzielen, unsere Geschichte zu verfälschen oder zu tilgen. Als Kulturkämpfer der Sonderklasse tun sich hier sogenannte Haltungsjournalisten des Öffentlich-Rechtlichen in Tateinheit mit politisch bewegten Kulturrevolutionären des linken Meinungsspektrums hervor. Wer kann sich denn nicht an die wunderbare Verfilmung der Karl-May-Romane mit Pierre Brice und Uschi Glas erinnern? Winnetou und Old Shatterhand waren doch die Helden unserer Jugend. Heute ist das nicht mehr möglich, denn selbst die heroisierende Darstellung eines Indianers bedeutet in den Augen linker Zensoren und Tugendwächter nichts anderes als die Wiederholung rassistischer Stereotype. Reihenweise müssen Bücher, ja ganze Theaterstücke umgeschrieben werden. Die Weltliteratur, Shakespeare, alles was nicht nied- und nagelfest ist, steht am Prüfstand der neuen Inquisition, weil sie eben politisch nicht mehr korrekt sind. Viel eher in den Augen einer Minderheit nicht politisch korrekt erscheinen. Die etwas triviale Version von Weltliteratur, James Bond, muss übrigens auch daran glauben, denn er sei ein sexistischer Frauenheld. Und außerdem seien zwei Filme aus der Agentenserie noch dazu rassistisch, meint das britische Filminstitut. Aber war die Geschichte jemals politisch korrekt? Nein, war sie nie. Es gab auch noch nie eine Generation von Menschen, die sich in einem Anfall von Nationalmasochismus all des Bisherigen entledigt, ja, einen neuzeitlichen Bildersturm auf alles Vergangene in der Zeit zu verstehende Historische veranstaltet hat. Das geht so weit, dass Kindern im Fasching verboten wird, sich als Indianer zu verkleiden. Dies und vieles mehr aus meinem neuen Buch »Der perfekte Untertan«, wie wir uns unserer Heimat, unserer Tradition, ja, unserer Geschichte entledigen, am Altar der politischen Korrektheit opfern. Der Ratgeber gegen die Zeitgeistprostitution. Der perfekte Untertan. Oder wie wir uns schützen, nicht Schlafschafe zu werden. Erhältlich im gesamten deutschsprachigen Buchhandel und auf Amazon. Ich wünsche euch frohe Stunden beim Lesen. Freue mich über eure Kritik. Euer Gerald Groß.